Bevor es hier losgeht, noch eine ganz persönliche Empfehlung von mir, die ich euch noch unbedingt ans Herz legen möchte. Premium-Coach und Bestseller-Autor Patrick Lünnen, der auch schon hier im Podcast bei mir war, hat ein außergewöhnlich cooles Format entwickelt, in dem er sein gesamtes Wissen aus den Bereichen Training, Coaching und Supervision mit dir teilt. Unter dem Motto Ich einfach verbesserlich, clever denken, klüger handeln, gelassen leben, sendet er dir jeden Morgen kraftvolle Videoimpulse direkt in deine Mailbox. Mit diesem täglichen Impulscoaching gibt dir Patrick die Gelegenheit, Körper, Geist und Seele so auszubilden und zu trainieren, dass du deine Gefühle, deine Beziehungen, deine finanzielle Situation, dein Business, kurzum dein ganzes Leben besser verstehen wirst und deine persönlichen Ziele viel leichter erreichen kannst. Also momentan ist dieses coole Video-Wachstumsformat von Patrick noch zum Einstiegspreis zu haben, ein weiterer Grund gleich zuzuschlagen. Weitere Informationen findet ihr unter www.wachstum.markenrebell.academy oder in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Markenrebell-Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir steigen auch gleich ein. Denn wer kennt solche Fragen nicht? Schöpfe ich meine Möglichkeiten wirklich voll aus? Lebe ich mein volles Potenzial? Ist das schon alles im Leben? Und vor allem, was will ich überhaupt? Wir alle gehen zugegebenermaßen den ein oder anderen faulen Kompromiss ein und landen schnell im Hamsterrad unserer Routinen. Aber das, was wir heute als Wirklichkeit erleben, ist nicht das Ende, sondern der Anfang unserer Möglichkeiten, wenn wir den schöpferischen Rebellen in uns aktivieren. Und genau dazu soll dieses Interview heute inspirieren. Denn mein heutiger Gast weiß ganz genau, wie das geht und hat zu diesem Thema ein interessantes Buch geschrieben. Er ist erfolgreicher Teacher, Speaker und Autor und blickt zurück auf 20 Jahre Erfahrung als Berater und Trainer. In seiner Arbeit demonstriert er, wie Authentizität, Sinnhaftigkeit und Erfolg miteinander zu vereinen sind. Seine Bücher wie Seelengevögel sind Bestseller und Kult. Seine Arbeit ermutigt, inspiriert und fordert viele Menschen heraus. Und das hoffe ich, wird er auch heute tun. In diesem Sinne freut euch auf das heutige Interview mit meinem Gast Veit Lindau. Viel Spaß dabei. Bevor wir so richtig einsteigen in meinen sehr umfangreichen Fragenkatalog, ich hoffe, wir schaffen das alles hier in der vorgegebenen Zeit, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Wer ist Veit Lindau als Privatmensch, ne? Und was genau machst du heute beruflich? Okay, wer ist Veit Lindau privat? Also ich habe vor kurzem, habe ich mich mal gefragt, was im Moment eigentlich so meine aktuellste Definition von mir ist, also die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und am ehesten kann ich das beschreiben als einen konstanten Lernprozess, ausgerichtet auf Freiheit und Potenzialentfaltung. Also was mich schon immer lange Zeit unbewusst umgetrieben hat, aber irgendwann auch sehr bewusst, ist A, die Frage, okay, wie kann ich ein menschliches Leben so optimal wie möglich nutzen, um so viel wie möglich rauszuholen an Potenzialentfaltung, aber auch wie komme ich in eine innere und äußere Freiheit? Und das treibt mich privat um. Also ich kann nicht wirklich eine Trennung machen zwischen privat und beruflich, weil ich arbeite eigentlich immer, weil ich meine Arbeit total liebe. Und selbst wenn ich im Urlaub bin, dann schreibe ich meist ein Buch. Also Veit Lindau ist jemand, der das Leben total liebt, dem seit Kindheit aus irgendeinem Grund klar ist, dass dieses Leben unendlich kostbar ist, dass es eine unbegreifliche Chance ist, überhaupt geboren zu sein, überhaupt Fragen stellen zu können. Und ich habe die tiefe Sehnsucht, diese Chance
so radikal wie möglich zu nutzen und aber auch anderen Menschen zu helfen. Und wie ich das mache, ist auf verschiedenen Wegen. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren als Selbstständiger und Unternehmer tätig, angefangen als Coach und als Trainer, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich es total liebe, Bücher zu schreiben, und vor jetzt mittlerweile 5 Jahren ist noch eine große Life-Coaching-Plattform dazugekommen. Das ist so, ich sage immer, das ist mein Lebenswerk, weil ich dort wirklich Menschen sehr langfristig und integral begleiten kann. Sehr spannend. Vor allem möchte ich gerne nochmal in diesen Begriff der Freiheit rein. Wie würdest du das so für dich beschreiben? Was bedeutet für dich wirklich frei zu sein im Inneren und nach außen natürlich? Na, für mich hat Freiheit 2 Komponenten. Ne? Also die wichtigere ist natürlich die innere Freiheit, weil wir alle, glaube ich, sehr häufig die Erfahrung machen, dass das Leben im Außen eben nicht immer unsere Erwartungen erfüllt. Und mittlerweile sage ich auch Gott sei Dank, weil sonst würde unser Ego einfach ins Unendliche wachsen. Also letzten Endes geht es mir vor allen Dingen um die innere Freiheit, egal was gerade im Außen passiert, innerlich verbunden zu sein mit der Essenz, die das alles sieht, die das alles fühlt, aber die davon nicht in der Tiefe erschüttert wird. Also es gibt in jedem von uns gibt es einen freien, essentiellen Raum, und den so tief wie möglich zu erfahren, das ist für mich innere Freiheit, die einhergeht mit Freude. Also wenn ich innerlich frei bin, ist auch automatisch Freude da und auch Liebe. Also wenn ich wenn ich in dieser inneren Freiheit angekommen bin, kann ich das, was um mich herum passiert, möglichst ohne Vorbedingungen lieben können. So, das sind so für mich die wunderschönen Nebensymptome. Und da mir auch seit frühester Kindheit Sterblichkeit als Phänomen sehr bewusst ist, durch verschiedene Erfahrungen, weiß ich einfach, egal was ich mir erzähle darüber, was eventuell nach diesem Leben ist, ich habe keine Ahnung, dieser Körper hat ein Verfallsdatum. Und ich möchte gern, wenn ich abtrete, möchte ich gern das Gefühl haben, ich bin so frei wie möglich innerlich. Gleichzeitig fasziniert es mich aber auch im Außen nach immer mehr Freiheit zu schauen. Also das ist für mich so das Thema Potenzialentfaltung. Also die Frage, wenn ich was in mir entdecke, einen Schatz, eine Stärke, eine Fähigkeit, einen Traum, eine Vision, wie schaffe ich es, das nach außen umzusetzen? Also auch das hat mich schon immer total fasziniert und umgetrieben, Grenzen zu sprengen. Also wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann huckt mich das total an, weil dann beginnt sofort was in mir darüber nachzudenken. Wer sagt das eigentlich? Lass uns rausfinden, wie es doch geht. Ja, ja, stark. Es schließt sich natürlich die Frage an, jetzt machst du das wirklich schon sehr, sehr lange und bist ja auch immer mehr mit dir selbst auf dieser Reise, auf diesem Weg. Bekommst du immer das, was du wirklich, wirklich willst? Ich würde sagen, das Geheimnis der Reise durch dieses Leben liegt darin, immer genauer herauszufinden, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen. Also wenn ich mir zum Beispiel den Fight anschaue vor 25 Jahren, was der als Erfolg definiert hat, und felsenfest davon überzeugt war, dass es genau das ist, was er braucht, um glücklich zu sein, dann kann ich jetzt nur schmunzeln. Und ich habe auf dieser Reise oft bekommen, was ich glaubte zu wollen. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber oft gerade in Momenten, wenn mir das Leben was anderes präsentiert hat, die Möglichkeit gehabt, nochmal auf einer viel tieferen Ebene nachzuschauen, was will ich denn wirklich? Also was ist denn zum Beispiel wirklich Erfolg? Ja. Sind es die Zahlen auf dem Konto oder geht es nochmal um was ganz anderes? Also ich merke, je klarer ich herausfinde, was ich wirklich, wirklich will, umso leichter stellt sich das ein, beziehungsweise, und das ist schon wieder fast ein Paradox, realisiere ich, dass das, was ich wirklich, wirklich will, eigentlich schon die ganze Zeit da war. Ja, super interessant. Du hast gerade gesagt, der Fight vor 25 Jahren, was ich super spannend finde an dieser Stelle, du hast über die Zeit oder auf dem Weg, den du gegangen bist, natürlich immer das bekommen, was du dir gewünscht hast, was du gebraucht hast, ne, was du vom Leben auch bestellt hast. Lass uns doch mal in deine Kindheit reisen. Du hast vorhin einen Satz gesagt, das Thema Sterblichkeit war für dich schon sehr früh ein
ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Gab es da ein Erlebnis oder so ein Momentum, wo du im Grunde so den Weg angefangen hast zu gehen, den du heute immer noch gehst? Also ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr stinknormale Kindheit gehabt. Ich bin in einer sehr kleinen, sehr provinziellen Stadt groß geworden und habe eigentlich erst so, ich sag jetzt mal, mit 18, 20, wo als ich rausgegangen bin zum Militär und dann zum Studium und als die Wende kam, also ich bin in Ostdeutschland groß geworden, realisiert, wie groß die Welt eigentlich ist und wie viel geistige Nahrung da draußen ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich Inspiration so liebe, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, wie sehr mir das eigentlich in meiner Kindheit an bestimmten Stellen gefehlt hat und wie massiv der Einfluss auf das Leben eines Menschen ist, wenn du das nicht kriegst. Ja, also wenn du, und was es mit dir macht, wenn du plötzlich Mentoren hast, die an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stellen oder Beispiele hast oder ganz andere Möglichkeiten hast. Also ich habe wirklich diese exponentielle Entfaltung meiner Entwicklung sehr stark beobachten können, als ich plötzlich viel, viel mehr Zugang zu verschiedensten Wissensquellen und auch Lehrern hatte. Also meine Kindheit war sehr einfach, sehr normal. Und ich kann Ihnen nicht wirklich sagen, warum es so war. Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass es eigentlich jedem Kind so geht. Also ich habe wirklich oft nachts wachgelegen und mir versucht, meinen Tod vorzustellen. Also es hat mich total umgetrieben, dass es da was gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, worüber mir auch niemand wirklich eine Antwort geben konnte, was dann ist. Und also ich habe nachts wirklich wachgelegen, habe zum Teil geweint vor Angst und also hat mich sehr umgetrieben. Und ein Schlüsselerlebnis für mich war, ich habe eine sehr gute Kindheitsfreundin gehabt, mit der ich im Kindergarten viel gespielt habe und dann, als ich größer geworden bin als Junge, wie das dann so ist, dann mich oft geschämt habe, mich mit ihr zu zeigen, weil sie ein Mädchen war. Und die hat im Alter von, ich glaube, 13 Jahren hat die Krebs bekommen. Und da bin ich rückwirkend überhaupt nicht stolz drüber, aber ich verstehe, dass ich damals aus der Angst, also vor diesem Phänomen, was mir auch niemand erklären konnte, aber plötzlich diese Freundin zu haben, der zuerst haben sie ein Bein amputiert, dann hatte sie Metastasen in der Lunge. Also ich habe sie einfach 2 Jahre lang komplett im Stich gelassen. Also ich habe sie nicht ein einziges Mal im Krankenhaus besucht, weil ich total überfordert war von der Situation. Und bin meiner Mutter sehr dankbar, die hat mich dann als die Freundin, die ist Peggy, als die beerdigt worden ist, hat meine Mutter mich gezwungen, damit hinzugehen. Und ich sehe jetzt noch das Bild, als wir da vor diesem Sarg standen und der Sarg in der Erde verschwand. Und interessanterweise war das nicht schockierend für mich, sondern das war aus irgendeinem Grund total initiierend, weil ich in diesem Augenblick also gedacht habe, okay, dieses Mädchen, was genauso alt war wie ich, wird all diese Chancen, die ich habe in meinem Leben, die wird sie nie haben. Ja. Und ich habe mir damals geschworen in meiner pubertierenden Naivität, aber irgendwie ist der Spur hängen geblieben, dass ich, wann immer ich in meinem Leben an der Weggabelung stehen werde, wo ich vielleicht Schiss habe, was zu riskieren, mich einfach daran erinnern werde, dass sie und viele andere Menschen also nie die Chance hatten, an dieser Weggabelung zu stehen und dass ich wirklich die verdammte Pflicht habe, die mutigste Wahl an der Stelle zu treffen. Und also seitdem ist der Tod für mich also nichts Morbides, nichts, was mich über die Maßen ängstigt oder einschüchtert, sondern eher eigentlich eine total treibende Kraft, die mich ganz oft einfach dem Moment, der jetzt gerade da ist, noch viel mehr genießen lässt, weil ich einfach keine fucking Ahnung davon habe, wie viele Möglichkeiten ich noch habe, den Arsch aus dem Fenster rauszuhängen. Also dann lieber jetzt. Ja, wahnsinnige Geschichte, vor allen Dingen, dass diese Begegnung mit diesem Mädchen für dich ja eigentlich bis heute währendes großes Geschenk war. Absolut. Ja. Also nehme ich gerne das Wort im Mund, weil das so esoterisch abgebrochen klingt, aber für mich war sie wirklich also ein Engel in meinem Leben. Das kann ich definitiv so sagen. Ja. Wie stehst du heute zum Thema Tod oder Sterben generell? Ist es ein
Ist es in dir ein respektvoller Umgang mit dem Thema oder ist es auch eine gewisse Angst? Hast du den Eindruck, dass du, also zum einen nehme ich an, wahrscheinlich jeden Tag als Geschenk empfindest, auf der anderen Seite vielleicht auch den Tag wirklich bewusst füllst, weil du ja nicht weißt, gibt es einen Nächsten? Wie stehst du heute zu dem Thema? Also erstmal, ich finde das wirklich ein Phänomen, wie wir das verdrängen können. Ja, also auch bei mir gibt es natürlich Tage, wo ich am Abend, wenn mir der Gedanke kommt, okay, Alter, wenn das jetzt dein letzter Tag gewesen wäre, ja, wo ich dann denke, fuck, ich habe gepennt. Ja. Aber prinzipiell ist es was, also seitdem ich so für mich das Gefühl habe, dass ich habe meine Spur gefunden und ich bin in dem Speed unterwegs und ich bin in der Dynamik, in dem Rhythmus unterwegs, die wirklich meiner Lebensbestimmung entspricht. Seitdem bin ich fein mit der Möglichkeit, dass es jederzeit passieren könnte. Ich bin da überhaupt nicht scharf drauf. Ich liebe mein Leben total. Ich habe den großen Vorteil, und an der Stelle ist es wirklich ein Vorteil, dass wir dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Netzwerk betreuen und begleiten, also gehen wir uns eigentlich fast täglich Informationen rein von Menschen, mit denen wir gerade noch am Tisch gesessen haben oder in einem Seminar waren, die auch ganz große Pläne, ganz große Visionen hatten und plötzlich die Information bekommen, hey, du hast noch 3 Monate und das war's. Ja, also das heißt, da ist so ein konstanter Reminder da. Und mich hält es wach. Ja. Ich hält es wach und mir hilft es zum Beispiel total, bei allem Erfolgsstreben, was ich nach wie vor habe, was ich auch liebe, also immer wieder konstant, radikal die Frage zu stellen, okay, würde ich gerade so über mein Business reden, würde ich gerade so auf der Bühne stehen, wenn ich wüsste, das wäre der letzte Moment. Und das gibt mir dann oft nochmal so einen zusätzlichen Drive, also noch authentischer zu sein, noch radikaler zu sein, weil ich einfach weiß, okay, ich habe de facto immer nur diesen einen Moment. Also das, so erlebe ich dich auch. Also egal, ob das deine Bücher sind oder deine Bühnenauftritte, das, was man bei YouTube alles über dich findet oder auch redaktionelle Themen. Es ist immer so sehr nah an dir als Person, finde ich. Also zumindest wirkt es so, ohne dich jetzt persönlich zu kennen. Ich finde es auch einen ganz wertvollen Hinweis von dir, zu sagen, sich selbst immer wieder zu erinnern, das zu reflektieren, am Ende des Tages wirklich die Frage zu stellen, habe ich diesen Tag erfüllt gelebt? Also ist er wirklich für mich in Erfüllung gegangen, ja, nach meinen Vorstellungen? Ja. War es ein wertvoller Tag für mich? Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Also das Mädchen ist verstorben, du hast dich von ihr gezwungenermaßen, aber heute rückblickend, was wird ein wertvoller Moment für dich? Du hast dich verabschiedet. Was hat das dann in den darauffolgenden Jahren für dich für einen Einfluss gehabt oder wie hat sich vielleicht etwas ganz anders entwickelt, wie du es vielleicht dann auch eigentlich geplant hattest oder dir vorgestellt hattest? Also rückwirkend ist man ja immer schlauer. Also wenn ich jetzt zurückschaue, verstehe ich mich damals viel besser. Also ich war wirklich, ich sag jetzt mal, ab 13, 14 war ich eigentlich konstant wütend, ohne zu merken, dass ich wütend bin. Also mir hatte geistige Nahrung gefehlt. Ich habe keine Mentoren gehabt. Ich habe niemanden gehabt, der sieht, was mit mir los ist. Der sagt, okay, ich fühle dich jetzt mal ein Stück. Ich stelle jetzt mal die richtige Frage. Also das war lange Zeit einfach nur das Gefühl von, also auch so ein Gefühl von Rebellion gegen die Welt und die Welt ist scheiße und die Welt versteht mich nicht. Und dann habe ich Dostoevsky und Hesse gelesen und habe mich noch unverstandener gefühlt. So ging das relativ lange. Also für mich so der große Durch- und Aufbruch war wirklich, als die Mauer fiel. Das war so für mich eigentlich so einer der ersten Momente in meinem Leben, wo ich also auch wirklich rein physisch gesehen habe, dass etwas fällt, dass eine Mauer fällt, von der ich hundertprozentig überzeugt gewesen bin, die werde ich mein Leben lang, werde ich die aushalten. Also ich bin
ja, ich bin immer ein Skeptiker gewesen. Also für mich war immer klar, okay, ich habe mein Leben lang habe ich 5 Länder, die ich reisen kann und das war's. Ja. Und als die Mauer fiel, das war zum allerersten Mal, dass ich gesehen habe, okay, da fällt eine Mauer, von der Millionen von Menschen gedacht haben, die wird nie fallen. So, ja. Und danach stand mir plötzlich also einfach die ganze Welt offen. Und das war so wie, also du kannst ja wirklich vorstellen, wie jemand, der lange Zeit gefastet hat und dann erstmal wie blöde sich durchs Buffet durchfrisst und alles ausprobiert, also verschiedenste spirituelle, psychologische Ansätze, Therapiemethoden, Meditationsmethoden, bewusstseinsverändernde Substanzen, also wirklich so ein Crash-Durchlauf, einfach ganz, ganz viel nachgeholt. Und dann hat sich so langsam diese Wut entspannt und dann habe ich eigentlich erstmal verstanden, wo diese Wut herkam. Das war so wirklich so festgefahrene Lebenskraft, weil ich eigentlich also wie so ein Ferrari, der die ganze Zeit mit 10 km/h am Dorfplatz fährt und sich wundert, warum es angebrannt riecht. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Moment, den du gerade beschreibst, weil im Grunde gab dir die Mauer vielleicht als Symbol ja die Stabilität. Ne? Also das hat dir den Raum begrenzt, das hat dir deine in Anführungsstrichen Potenziale oder Möglichkeiten vorgegeben. Ja? Darüber hinaus war nichts vorstellbar, vielleicht auch. Mhm. Ja? Und als diese stabile Konstruktion in sich zusammenfiel und sich der Horizont für dich aufgetan hat, ist ja die große Frage, wo kam die neue Stabilität her? War es dann wirklich so, dass du einen Mentor gefunden hast und dieser Mentor war dann auf einmal der Quell deiner Inspiration? Das war dann irgendwie dann auch vielleicht so ein Haltepunkt oder wie hast du dich dann wieder so nach diesen ganzen Eindrücken und vielleicht auch nach diesem Informationskonsum, wie hast du dich dann wieder selbst stabilisiert oder wurde dir geholfen? Das hat bei mir relativ lange gedauert, weil ich muss dazu sagen, ich hatte von Anfang Glück, ich habe wirklich sehr, sehr gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt, aber aus extrem verschiedenen Bereichen, also von einer sehr stillen, non-dualen Form der Spiritualität bis hin zu wilden, neoschamanischen Methoden, wie gesagt, also auch Drogen waren dabei. Ich hatte Lehrer, die völlig der Welt entsagt hatten, und ich hatte Lehrer, die gesagt haben, halt, Sex, Drug, Rock'n'Roll, los, stürz dich rein. Und am Anfang hat mich das hat mich über mehrere Jahre hinweg auch sehr irritiert, weil ich mich von ihnen allen angezogen gefühlt habe und eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich müsste mich entscheiden. Ich müsste mich irgendwann für einen dieser Wege entscheiden. Und für mich kam das ist eine spannende Frage, also die Ruhe kam eigentlich rein, als ich zum allerersten Mal mir selbst innerlich gesagt habe, was ist denn, wenn das Leben all diese verschiedenen Rufe mit Absicht in dich gepflanzt hat und es kein Zufall ist und auch kein Fehler, sondern das Leben will, dass du das integrierst. Was ist, wenn das deine Aufgabe ist? Und das war zum allerersten Mal so, und das ist echt noch nicht lange her, das ist vielleicht, ich sag jetzt mal, 15 Jahre her, dass ich gedacht habe, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Ich habe nur angefangen, das, was in mir ist, radikal zu bejahen. Ja. Mhm. Oder auch zum Beispiel, du hast ja vorhin gerade gesagt, dass du gerade Liebe radikal gelesen hast. Da schreibe ich auch viel darüber. Also meine Beziehungen sind extrem chaotisch, intensiv, zum Teil sehr schmerzhaft gewesen. Also wenn du mit Menschen sprichst, die mich vor 25 Jahren kennengelernt haben, also da verdrehen einige heute noch die Augen, wenn sie meinen Namen hören. Und für mich kam so irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, was wäre denn, wenn ich mal aufhöre, gegen all diese Neurosen zu kämpfen, oder einfach sage, ich habe diese Wunden, weil die mir Fragen schenken und weil die mich losgehen lassen, weil die mich Dinge lernen lassen, und was könnte denn die Aufgabe darin sein? Und ja, und dann hat es plötzlich angefangen, alles Sinn zu machen. Ja. Mhm. Und, also da ist so, und natürlich habe ich auch Methoden, ja, also zum Beispiel Meditation ist für mich ein ganz wichtiges Element, um meinen inneren Frieden zu wahren und zu vertiefen, aber so auf einer ganz existenziellen Ebene war es einfach
irgendwann ist so der Groschen gefallen. Ich habe gesagt, okay, wenn es eine Intelligenz dieses Lebens gibt, nennen sie Gott oder Universum oder wie auch immer, dann wollte die mich exakt so, wie ich bin, nicht einen Millimeter anders. Und aus diesem tiefen Vertrauen heraus hat all das, was ich davor noch als Schwäche oder als Fehler interpretiert habe, also plötzlich angefangen, total Sinn zu machen. Ja. Ich meine, das, was ja auch immer wieder in deinen Büchern zu lesen ist oder auch deinen Vorträgen, ist ja, dass alles, was einem so begegnet im Leben, ja auch wichtige Wegbegleiter sind, ob das Menschen sind, ob das grobe Fails sind oder sonst was. Also es braucht halt all diese Ereignisse und Menschen, um das zu werden, was man eben heute im Spiegel sehen kann. Ja. Absolut. Und was mich noch interessieren würde, gab es so in deinem Moment so eine Megakrise, also wo du einfach sagst, okay, da sind viele Sachen falsch gelaufen oder anders, wie ich mir das vorgestellt habe, aber gab es so das eine Schlüsselerlebnis jetzt neben dem Mädchen in deiner Kindheit, wo du gesagt hast, war für mich so ein persönlicher Gamechanger? Also da gab es mehrere, aber ganz aktuell, also ich habe gerade das härteste und beschissenste Jahr meines Lebens hinter mir. Also das war jetzt gerade eine richtig fette Krise, auch weil das so nicht nur so temporär kam, sondern weil ich das Gefühl hatte, also gerade wenn ich so die Schnauze gestrichen voll hatte, habe ich noch eine Kelle reingekriegt. Ja. Warum war es so schwer für dich? Also war es so ein persönliches Thema mit deiner Arbeit? Da kam ganz viel zusammen. Also Hintergrund ist, wir sind in den letzten 5 Jahren extrem schnell gewachsen. Also extrem schnell. Und haben dabei unglaublich viel, also neben meiner eigentlichen Arbeit noch dazu lernen müssen und auch dürfen zum Thema Unternehmertum, Leute einstellen, wie findest du richtige Leute, um eine Plattform zu programmieren etc. Und haben dabei auch ein paar echte kapitale Fehlentscheidungen getroffen. Zum Teil aus einer echten Naivität heraus, zum Teil aber auch, weil ich in diesem Speed, den wir drauf hatten, also mich nicht bremsen lassen wollte. Und da hat halt Murphys Gesetz zugeschlagen. Also das heißt, so an einer Stelle ist es hochgeploppt und dann an der nächsten, Also wir haben zum Beispiel ich habe ja vorhin gesagt, das, was ich als Lebenswerk betrachte, ist die Plattform. Und wir haben einfach auf ein falsches Programmierteam gesetzt und haben lange Zeit überhaupt nicht verstanden, was es bedeutet, was es für einen Kommunikationsaufwand bedeutet, eine Vision, die du in deinem Kopf hast, als Coach oder als Trainer, in die Sprache eines Programmierers zu übersetzen und dann noch den Prozess zu kontrollieren. Also kurz jetzt mal ab, also uns ist einfach unsere Plattform nicht wirklich voll um die Ohren geflogen. Wir sind funktionstüchtig geblieben, aber es war ein harter Schlag, also wir haben wirklich viel Geld verloren, also über 1 Million an der Stelle. Und das Team hat unter Hochbelastung gearbeitet. Wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr haben wir 80% unseres kompletten Teams ausgetauscht. Zum Teil, weil Leute einfach gemerkt haben, hey, wir wollen eigentlich doch was anderes. Zum Teil, weil wir gemerkt haben, wir wollen was anderes und so weiter. Also kamen ganz viele Sachen zusammen. Dann habe ich noch eine Lungenentzündung gekriegt. Dann, wenn in solchen stressigen Situationen, da selektieren sich auch immer gut Freundschaften aus. Also wer ist wirklich dein Freund und geht mit dir durchs Feuer und wer sagt, oh, ich habe jetzt gerade was anderes zu tun. Also es war fett, war richtig fett. Ja. Und das Ganze hat einen laufenden Betrieb. Ne? Also wir haben, genau. Ich wollte gerade sagen, das auszuhalten, dass so viele Dinge auf einmal kommen, das sind ja oft Situationen im Leben, wo einfach, und das kennen wir alle, ja, das ist mit den Hochs genauso wie mit den Tiefs, dass dann irgendwie das scheinbar Magneten sind und dann wieder so zusätzliche Dinge
die vielleicht nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen oder verknüpft sind, aber dann einfach passieren in dem Zeitraum. Und durch dieses Tal zu gehen, das ist natürlich dann, wenn es dann so extrem kommt, natürlich dann bitter. Ja. Und es ist gut. Also weißt du, ich meine, in dem Moment, wenn es passiert, kotze ich ab, logisch. Also ich habe echt, ich habe geheult oft. Also ich habe wirklich geheult, war sehr gesund, das rauszulassen. Und so, wenn sich dann beruhigt hat wieder und du schaust so drauf, dann siehst du, okay, das ist einfach genau die Lektion, die du jetzt an der Stelle gebraucht hast und im Endeffekt macht dann auch wieder alles Sinn. Ja. Ja. Ja, vielleicht kleine Randnotiz für alle, die das hören hier wirklich. Das, was du beschreibst, begegnet uns ziemlich häufig, dass oftmals, weil du auch dein Team angesprochen hast, was du ausgetauscht hast, es an Digitalkompetenzen fehlt, an Verständnis fehlt. Und das Thema digital ist eben nicht das, was wir vor 20 Jahren kennen, wie wir machen mal eine nette Website. Das vor allen Dingen auch noch parallel im Live-Betrieb ist eine OP am offenen Herzen. Und diese Investitionsgrößen, die du gerade beschreibst, das ist keine Seltenheit, wirklich. Aber vielleicht quatschen wir einfach im Nachgang an diesem Podcast, an dieses Interview nochmal. Vielleicht können wir da auf jeden Fall helfen. Ja. Ich würde, wenn du... Total gern, ganz kurz noch, aber das ist wirklich, das ist echt ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Also für Zuhörer, die vielleicht an einer ähnlichen Stelle stehen. Also bei mir hat es wirklich 5 Jahre gedauert, bis bei mir angekommen ist, ich führe ein digitales Unternehmen. Ja. Und das lässt sich ja total schnell sagen, digital, digital. Aber es ist nicht nur Technologie, sondern es ist einfach eine völlig andere Art zu denken. Und gerade wenn du aus dem normalen Live-Betrieb kommst, ja, und da quasi fast per Zufall reinrutscht, ich kann auch nur den Rat geben, so schnell wie möglich innezuhalten und das zu realisieren und dir da auch gute Advisor ranzuholen, die dir helfen zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Also ich hab's komplett unterschätzt. Ich dachte, ich kann das so am Rand mit entwickeln, aber das ist Bullshit. Ja. Ja, also ich unterscheide nochmal so 2 Ausbaustufen. Also es gibt natürlich noch viel mehr, aber um es einfach zu halten. Das eine ist, mit seiner eigenen Persönlichkeit, und darauf würde ich gleich mit dir noch ein bisschen einsteigen, mit der eigenen Persönlichkeit eine digitale Identität und damit Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist halt wirklich, wie du sagst, das ist dann schon die Oberklasse, wirklich ein Digitalunternehmer zu sein. Entweder von Grund auf, also dass man das digitale Geschäftsmodell von Anfang an initiiert und aufgebaut hatte, ohne ein altes analoges Geschäftsmodell transformieren zu müssen. Aber allein das, was du jetzt beschreibst, beschreibt auch für jeden da draußen, der ein Unternehmen hat und sagt, ich bin in der analogen Welt schon gut etabliert. Es ist ein kompletter Neustart. Also ein Transformationsprozess ist in vielen Fällen, die ich sehe, fast ausgeschlossen. Also ich sehe viele Unternehmen da draußen, die eher über Inkubatoren oder den Zukauf von Startups nachdenken müssen, um sich selbst irgendwann mal transformieren zu können, aber um vor allem ihr Geschäftsmodell zu sichern in der digitalen Welt. Aber es ist eine Riesenaufgabe und sie wird vor allen Dingen immer größer. Bei den Mitgliederzahlen, die ihr in der Community habt, ist das natürlich schon echt eine richtige Challenge. Ja. Ja. Lass uns vielleicht. Das ist eine coole Challenge. Ja, das ist geil. Also ich liebe es. Ja, also, weil ich meine, das ist ja, ich glaube, gerade hier so in Deutschland, wir sind noch so naiv und so unschuldig mit dem, was da auf uns zukommt technologisch. Und ich mag das auch wirklich sehr, dieses Know-how, was sich mittlerweile ansammelt, an unsere Leute weiterzugeben und die zumindest ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja, absolut. Also ich will jetzt nicht anfangen von künstlicher Intelligenz und sonst was, aber was großartig ist, was ihr leistet, ist tatsächlich Pionierarbeit. Also es gibt ja nichts, was vorher da war, was ihr einfach kopiert und besser macht, sondern ihr fangt einfach mal von null an oder habt damals von null angefangen. Ja. Und das ist jetzt ein ganz
ist, glaube ich, auch jetzt ein wichtiges Momentum. Also, dass du wirklich sagst, es war ein schwieriges Jahr, es war ein großes Invest. Und die Investition jetzt halt auch zu schützen, jetzt ne, im Hinblick auf die nächsten Jahre, das ist halt jetzt wirklich die große Aufgabe, um wirklich Stabilität auch ins Unternehmen zu bringen. Ja. Ja. Wie war denn der Einstieg, also der ökonomische Einstieg in dein Business? Weil das eine ist ja zu sagen, ich probiere viel aus, ich habe viel über mich als Persönlichkeit nachgedacht, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mir Mentoren gesucht und so weiter. Wann war denn so der Moment, an dem du gesagt hast, so und ich möchte jetzt das Ganze wirklich als Company aufbauen oder mich selber als Marke zu verstehen? Wann war so dieser Moment in deinem Leben? Ja. Also muss man dazu sagen, ich habe immer einen Businessplan aufgestellt. Ich denke einfach nicht so und meine Frau, also wir sind ja, also das ist unsere Company, ne? wir ticken einfach nicht so. Wir haben alles immer eigentlich out of the blue, aus dem Herzen heraus, zack, 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 zack. Und ich habe, also zum Beispiel, ich hätte bis vor 10 Jahren, ich hätte nicht mal einen Unterschied sagen können zwischen, was ist ein Selbstständiger und ein Unternehmer, weil ich einfach so nicht nachgedacht habe. Ja. Und also ich habe, bei mir geht es immer so, ich entdecke ein Problem, entweder bei mir selbst oder bei anderen, dann interessiert es mich total, eine Lösung dafür zu finden. Wenn ich die Lösung gefunden habe, probiere ich die aus. Wenn sie funktioniert, will ich sie weitergeben. So, das ist basically, was ich tue. Und am Anfang, wir haben wirklich bis vor 5 Jahren, also wir haben 20 Jahre lang, haben Andrea und ich alleine gearbeitet. Wir waren ja echt ein Dreamteam, total eingespielt aufeinander und haben dafür, dass wir so klein waren, glaube ich, sehr, sehr viel schon umgesetzt. Und als es dann so plötzlich so explodiert ist, waren wir gezwungen, also das kam gar nicht freiwillig, wir waren gezwungen, Menschen einzustellen. Und ich verstehe jetzt auch rückwirkend, warum wir da so einen Widerstand dagegen hatten, weil wir eben so eingespielt waren aufeinander und das natürlich nochmal eine völlig andere Nummer ist, Menschen dazu zu holen, Menschen die Dinge zu erklären, sie einzuarbeiten, zu erklären, nochmal zu erklären, nochmal zu erklären, nochmal zu erklären. Also ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und ich habe, was das betrifft, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ja. Mhm. Genau. Also habe ich vor 5 Jahren, würde ich sagen, haben wir den Sprung von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum mehr oder weniger erzwungenermaßen gemacht und sind seitdem zu unserem alltäglichen Business eigentlich dabei, on the fly ganz, ganz viel zu lernen, was das bedeutet. Wie stellt man überhaupt Menschen an? Wonach richtet man sich? Nach welchen Kriterien sucht man? Und so weiter. Also all diese Dinge. Und ja. Und was ich auch lernen musste, ist, dass es ab einem gewissen Punkt, ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr so geht, dass du einfach nur sagst, okay, ich vertraue mal, dass es so wird. Also spätestens dann, wenn du weitere Menschen einstellst, hast du einfach nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und du musst dich viel mehr kümmern, du musst Verträge aussetzen und so weiter. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das die Antwort auf deine Frage war, aber... Sehr gut. Also du beschreibst im Grunde den Berufswechsel, den du in deinem eigenen Unternehmen gemacht hast, ne? Von der Fachkraft, die am Anfang so, die so alles selber gemacht hat, in allen Details drin war, und dieser Change quasi zum Unternehmer zu werden und zu sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr im, sondern am Unternehmen. Ja? Und diese, weil das ist ja das Interessante, dass dann ja diese ganzen Learnings, die kommen ja jetzt erst dann dazu, wenn man sich als Unternehmer verstehen will. Ob das jetzt Personalentwicklung ist, ja, oder auch das Recruiting, ob das unternehmensstrategische Fragen sind, die geklärt werden müssen. Ja, und dann ein Stück weit auch dieses innere Loslassen, also diese Talfahrt durchzuhalten und zu sagen, okay, die Mitarbeiter müssen die Verantwortung übernehmen und ich muss sie abgeben. Und in dem Moment fängt natürlich an, die Qualität erstmal zu leiden, bis ich meine Mentorenrolle verstanden habe als Unternehmer, die Mitarbeiter zu pushen, sodass sie die Chance bekommen, über diesen Qualitätspunkt, den ich ja definiert hatte, hinauszukommen. Ja. Und das durchzuhalten, das fällt vielen schwer. Das ist wirklich physisch schmerzhaft. Ja, ja genau. Absolut. Aber weißt du, weil du ja auch die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, dann lass es mich schnell machen. Okay? Ja. Lass es mich schnell machen. Also, das dauert nicht so lange, als wenn ich es dir jetzt erkläre. So.
Und das ist natürlich für beide Seiten frustrierend. Also, weißt du, weil der andere hat eigentlich gar nicht eine Chance, wirklich reinzukommen und sein Bestes zu geben. Und, jammer noch auf hohem Niveau. Ich verstehe jetzt, warum mein Unterbewusstsein, glaube ich, also mindestens 3 Jahre vor diesem Punkt eigentlich immer wieder so diesen Punkt rausgezögert hat. Ja, ja. Ja. Das ist interessant. Es ist ja keine Entwicklung möglich. Also wenn die Mitarbeiter merken, okay, der Chef macht es dann selber, ne, ist es neben Frust halt auch, sind die verantwortlichen Synapsen blockiert einfach, ne, weil die das Entwicklungspotenzial überhaupt nicht gegeben ist. Ne, weil ich es am Ende halt auch die Fehler halt einfach nicht selber machen durfte. Ja, auch guck mal, was vielleicht noch erschwerend dazu kommt, wir arbeiten jetzt sozusagen, im Gutmenschen-Business, meine ich total liebevoll. Das heißt, wir gehen prinzipiell, sind wir unglaublich idealistisch, mit ganz viel Herz rangegangen. Also wir haben zum Beispiel, großer Fehler, viel, viel zu sehr darauf geachtet, okay, gibt es hier eine Sympathie-Ebene, als zu gucken, okay, hat derjenige auch wirklich die Kompetenzen für die Stelle. Ne? Und wenn du das dann merkst, dass das fehlt, dann überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass es nicht gemein ist, jemanden zu entlassen, sondern dass es fair ist, für diesen Menschen und dass es einfach deine echte Pflicht ist, für die Company das zu tun. Das war bei uns ein harter Lernprozess. Also gerade bei Andrea, die ist ein total liebenswerter Mensch und die, sag ich mal, so von ihrer Tendenz her, sie trägt dann lieber noch jemanden mit durchs Ziel durch, weißt du? Aber das kannst du halt bei der Umdrehung, die wir mittlerweile haben, geht das einfach nicht. Ne? Ja, die Last wird einfach auch immer größer, je mehr Leute, je mehr Verantwortung, je mehr Aufgaben. Mhm. Ja? Also man trägt dann halt nicht mehr eine Person, sondern man trägt dann auch die Person, die diese Person, die man gerade trägt, noch mitgebracht hat. Also man bekommt halt auch noch nicht die A-Player, ne? Also man bekommt halt nicht die Leute, die man eigentlich braucht, um die Company erfolgreich zu machen. Ja, und das ist dann auch wirklich, das ist einfach so ein Teufelskreis auch, weißt du, weil du dann selbst wenn du A-Player bekommst, das geht so krass schnell, dass die sich dran gewöhnen, dass es halt so läuft. Ja. Das heißt, du kannst ja richtig Leute versauen damit einfach, ne? So. Mhm. Ja. Also spannende Lernfelder. Dazu kommt ja auch noch, dass das Unternehmen deinen Namen trägt. Also Veit Lindau ist natürlich auch, du lässt halt dann Leute wirklich auch an deinem Namen schrauben, ja, so gesehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn es so ein Produkt ist oder sowas, ja, oder ein Prozess, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Ja. Absolut. Also deswegen, das war für uns auch ein Lernprozess zu erkennen, weißt du, dass bestimmte Mechanismen, die gut in anderen Unternehmen funktionieren, wo ein Team zusammensitzt und ein Produkt entwickelt, das funktioniert bei uns einfach nicht, weil wir haben einfach, wir haben Bandleader, weißt du, wir haben einfach Leute, die stehen an der Front und die sind, wie du schon sagst, die sind die Marke. Und die müssen in der Marke einfach unterstützt werden an der Stelle. Das heißt, auch das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man ein schlaues Buch liest über Unternehmensentwicklung, sehr genau zu gucken, also was ist für mein Unternehmen anwendbar und was nicht. Das war der erste Teil des Interviews mit Veit Lindau und ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich, als ich diese Folge für euch aufgenommen habe. Damit ihr nicht so lange warten müsst, wisst ihr ja schon, in 2 Tagen kommt der zweite Teil und ich kann euch versprechen, er wird mindestens genauso spannend, wenn nicht noch tiefgehender als der erste Teil. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie sinnvoll, es war doch ein sehr langes Interview, das Ganze in 2 Teile zu teilen, sodass ihr einfach die Chance habt, das Gehörte jetzt einfach nochmal für euch zu reflektieren, für euch so die Golden Nuggets rauszufischen und zu sagen, okay, was machen diese Impulse eigentlich bei mir, in mir? Und in diesem Sinne, freut euch auf Teil 2 und nur das Beste für euch.